I am the spooky skeleton actually, it's almost Christmas, so I'm the cheery skeleton of happy thoughts and 10 out of 10 mod DB rating, please. Spirit of up. Just call me Spellus, alright? Just let's make our lives easier. Just call me Spellus. Anyways, this is not your typical custom story. And no, not because of my extremely fashionable hat. I made that one myself. But because you've probably seen this map before. This is indeed the study from the original Amnesia. However, it's not really festive, if you know what I mean. So I'll need your help with decorating this place and creating the holiday cheer. Also, this shit's haunted. Like actually, like dead people, crazy bitch ghosts, grudge type of shit. It's like fucked up, alright? So let's start with the storage area. Here you should find whatever your brave little heart may desire. Mainly an unlimited supply of oil for your lantern. Oh shit! Oh, no! Oh, I... We didn't really need that oil, right? Well, at least it's not that Amadeus woman ghost in the storage. I probably shouldn't have said that. So follow me, brave player. I'll show you something safer. If you look up, you might see electric lights, which are a humble invention of our local scientist Agrippa. Agrippa. However, they're not working, and Agrippa got his hat chopped off by some sort of a lunatic. Long story, don't ask. So you should probably take a look at that first. I'm sure you'll fix it somehow. Because if you don't, a literal hell is going to break through to our physical realm and eat us through the fourth dimension, generating an unimaginable pain. So, no rush. Next, we'll need a Christmas tree, of course. There's one on the roof. Legend has it that if we cut it, we'll release the second most powerful demon in existence. Wait, that's not a good thing. So we'll blow it up with explosives. Agrippa should help you with the, he's dead. You'll need to figure that one out on your own. I'll be playing the piano here if you need me. If you find music sheets for a Christmas song, just bring it to me and I'll play it. I believe in you, player. So let's talk once both of your tasks are finished. So, Freunde, nach einem langen Intro von dem netten Skelettfreund hier, kann ich euch auch endlich mal begrüßen zu Amnesia, einer schönen Custom Story, die eigentlich ganz passend zu dieser Zeit ist. Die heißt Let It Snow und ist ja ganz klar thematisiert die schönen Weihnachten. Und weil es so gut zu Amnesia passt, dachte ich mir, spiele ich es doch mal. Ah, ich liebe Amnesia sowieso. Gute alte Erinnerungen, oh ja. Und das finde ich auch echt geil gemacht. Der Voice Actor ist ziemlich geil gespielt. Und auch die Mütze, die hat er selbst gemacht. Sieht schön aus. Ist ein bisschen eckig, aber sonst. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal rein. Er hat uns schon gesagt, was unsere Aufgaben sein werden. Einerseits den Christbaum finden und das Licht anmachen. Am besten nicht die Monster aufwecken. Hier haben wir schon mal. Hier bringen wir ihm gleich mal hier das Blatt, das Notenblatt. Oh, da wird es einem so weihnachtlich. Ah, es ist schön. Ah, ich freue mich schon auf Weihnachten. Die schönste Zeit im Jahr, oder? Ah, was haben wir hier? Was ist denn Anatomie? Gruselig. Ach, wo? Da kann man doch nur fröhlich sein. Ich schaue noch mal kurz zurück zum Raum, wer wir brauchen. Wir brauchen wieder Öl für unsere Laterne. Schauen wir uns mal um. Hier haben wir noch eine. Die bringen wir ihm gleich. Obwohl die am fröhlichsten ist. Aber vielleicht gibt es auch... Fröhliche Nacht. Frohe Nacht, fröhliche Nacht. Was rede ich denn? Die lege ich einfach mal hier hin, bis er fertig ist. Vielleicht spielt... Ah, hier haben wir auch einen schönen... Ach, es ist schön gemacht. Es ist einfach schön gemacht. Mal sehen, was die Custom Story so mit sich bringt, ob sie wirklich noch gruselig wird, ob sie ein paar schöne Jumpscares beinhaltet. Ah, ich wollte ja vorher noch schon in den Raum schauen, wo es die Laternen, das Laternenöl gibt. So, da kann man nicht aufmachen, das ist Monster schon drin.
Anscheinend ist gerade besetzt, vielleicht ist es ja die Toilette. Ich weiß es nicht. Ah, draußen schneit es. Drinnen ist es warm. Unser Großvater, der zwar schon gestorben ist, kann immer noch Klavier spielen. Ja, ja. Wenn sein Lieblingsenkel schon mal Weihnachten feiert, kann er auch vorbeikommen, oder? Hier haben wir noch zwei Zünderbuchsen. Das war jetzt unnötig, dass ich das angemacht habe. Warte, kann ich mir jetzt die andere geben? Ja, spielt weiter. Mit so einer Energie vor allem. Da wird einem doch echt ganz, ganz warm ums Herz. Was haben wir hier denn? Oh. Oh, was ist denn hier passiert? Was haben wir hier? Nee, damit kann man nichts anfangen. Weiß gar nicht, was das hier darstellen soll. Aber es hat wahrscheinlich keine... Ah, hier kann man... Ah, jetzt müssen wir erstmal den Christbaum holen. Schön, schön. Ich hol den Christbaum. Es gibt zwei Monde auf dem Himmel. Und ich mag keinen Schimmel auf meinem Toastbrot haben. Ich will gerne Knaben anfassen im Schritt. Was? Ich bin kein Priester. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, seid bereit. Hier sieht es gruseliger aus als unten davor. Hey, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, das Bild ist schief. Da ist ein Nebel. Ich weiß nicht, was der macht. Muss ich nach oben? Ich kann ihn nicht mehr verstellen. Weiß nicht, die Musik. Ich fühle mich da nicht so, als wäre ich der Herr der Lage, wenn ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich einfach so an, als wäre ich unvorbereitet, wenn ein Monster kommt. Als würde ich irgendwie laute Musik in meinem Kopf, in meinem Ohr haben. Ja. I can't get, cannot get enough of this place. The fresh air and privacy are exactly what I needed to finish my book. Klassiker. I'm glad Connor showed me this place. It is strange, however, that he has a secret mechanism to open the stone door to his secret quarters. I know he does something in a little room nearby. That, however, is none of my business. Ich errate jetzt mal nicht, was er macht, aber ich weiß, dass er Taschentücher und Vaseline mitgenommen hat. Aber hey, für Weihnachtszeit kann jeder machen. Ah, ich wollte... Nein! Ich will ihn jetzt nicht überraschen. Nicht, dass er gerade 5 gegen Video spielt. Aber da gab es schon Momente, die ein bisschen peinlich waren. Oh, 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 shit. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Auf einmal ist es so ruhig. Und alles wirkt so, als würde die Luft stehen hier drin. Weiß auch nicht. Als wäre hier schon seit Jahren keiner mehr gewesen. Der Staub steht förmlich in der Luft. Oh shit. Oh shit. Jetzt hat mich Amnesie wieder das Fürchten gelehrt. Ist ein Totenkopf auf der Tür, aber da können wir nicht rein. Ah. Hier ist ein Zettel und zum Glück... Was haben wir da? Was ist das? We should not have walked through. It was foolish to even come down here. The last thing we needed was a bloody curse in our hands. Ein Fluch, also. Der Weihnachtsfluch. Aber wir haben noch keinen Schlüssel, also es bringt uns noch nichts. Oh! Oh oh! Nein! Oh oh! Nein, nein, nein! Ah! Die Musik ist so gruselig! Die Musik! Ich hab kein Licht, ich hab gar nichts, ich hab gar nichts! Nein, nein, nein! Ich hab kein Licht und die Tür ist so... Okay, die Musik ist scheiße. Die Musik ist scheiße. Die Musik ist richtig scheiße. Mach doch auf. Ist das Monster noch da? Ist es noch da? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen ganz ruhig sein. Wir dürfen keinen Mucks von uns geben. Was zur Hölle? Bitte, Onkel. Bitte. Ich wollte deine Klarinette nicht anfassen. Sie ist einfach so runtergefallen. Einfach so, ich schwöre es dir. Hätte nichts damit zu tun. Was haben wir hier?
Auf jeden Fall ist der Onkel hier in der Nähe. Er scheint ein bisschen wütend zu sein. Entweder weil wir ihn aufgeweckt haben oder weil wir seine Klarinette... Boah, ich dachte gerade, da ist jemand. Oder weil wir seine... halt durch die Schnauze. Ah, eine Zuckerstange. Geil. Können wir die gleich snacken? Was bringt die? Refills your lantern with oil. Don't ask how, it just does, alright? Are you complaining? Because I can make it not to do that, you know? Okay, na, ist doch super, ist doch geil, ist doch geil. In any case of those young pigs managed to escape, I prepared a safety mechanism of sorts. The closet doesn't really scream safety, but it was hard to get inside. I kinda wanna see one of them fall for it now. While it would ensure their death, there is a problem. I left a metal chair next to the closet. If they're clever, they'll block the closet with it. That would destroy my plan, so I'll remove the chair tomorrow. Okay. Okay, mal sehen, ob der Stuhl noch da ist. Mensch, das ist der Guards Key. Er öffnet bestimmt die Tür. Und der hat jetzt bestimmt irgendwas getriggert. Nein, 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 nein. Nein, was ist das? Die Musik ist so alt. Alter, ich dachte erst dies. Ich hab einfach... Ah, doch, wir haben... Alter. Ich dachte erst dies. Fröhlich, die scheiß Castle-Story. Jetzt so schön angefangen. Und dann sind wir hier im Keller des Todes. Im Keller der Qualen. Im Keller der unendlichen Pein. Wir können... Ach, das kann uns doch keiner antun. Oh, ich habe schon Jumps... Oh, ich habe einen Jumpscare erwartet. Da sind irgendwelche Hieroglyphen. Einer vergangenen Zivilisation. Alles ist ab... Ah, wir haben den Guards Key. Warte. The key opens prison cells in a single sector. Okay, sind wir hier im Gefängnis oder muss ich da nochmal zurückgehen, ist die Frage. Ja. Ah, das hier sind die Zellen. Nice. Aber hier haben wir nochmal eine Candy Cane. I swore to be strong-willed. And I tried. God knows I did try. But this is too much. I cannot take it anymore. What was the first one to go through? He perished soon after. Luke is next. And then it's my turn. Whatever horrors lay on the other side, it cannot be worse than the dolls. I still hear them crawling inside the walls. Puppen, die in den Wänden rumherkriechen. Dieser Scheiß! Ist diese Kacke rasseln oder was das ist? Ich weiß nicht. Nein, das wollte ich nicht. Egal, es hat nichts ausgemacht. Haben wir hier noch was? Oh, was war das? Ich hab was. Was ist das? Es war so klar. Prison Section Key. Oh Gott! Nein! Nein! Wir sind Freunde, wir sind Freunde! Ich habe deine Klarinette nicht umgebracht! Scheiße! Ah, scheiße! Christmas depends on you, or something. Ich meine, wir müssen Weihnachten retten, das ist unsere Aufgabe! Oder ihr alle, die hier zuschaut! Ihr werdet alle kein Weihnachten haben! Okay, nein, es war ein... oder? Nee, das ist nicht der Richtige. Wir müssen nochmal zurück. Ihr werdet alle kein Weihnachten haben. Keiner von euch wird Geschenke bekommen. Keiner von euch. Ihr werdet alle weinend vorm Weihnachtsbaum sitzen und euch fragen, warum hat er es nicht geschafft? War er so gelangweilt? So, hier sollte es funktionieren, oder? Ja. Alter, ich habe mir natürlich die beste Tür ausgesucht. Die allerbeste Tür. Es gab wahrscheinlich noch fröhliche, weiß nicht, Christkindlmärkte, was auch immer. Und ich bin hier. Ich bin hier. Im Keller der Bondage-Qual. Fuck, das kann nicht sein. Ich hab echt ein bisschen Gänsehaut gerade. Fuck, was ist das Spiel? Ich bin echt empfindlich gegenüber scheiß Horrorspielen. Ah, jetzt sind wir hier. Green Rod, Blue Rod. Ah, nice, okay. Name, ah, chillig, chillig. Ich glaube, jetzt können wir wieder nach oben, oder? Abgeschlossen, aber ich hab... Kann ich da irgendwas machen? Ich hab auch keinen Schlüssel mehr. Ist hier noch irgend... Nicht, dass ich was übersehe.
fuck. Nein. Nein, nein, nein.